Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Fallout 76. Wir sind dabei, die Similicious. Legen wir los, um den Flugplatz zu dingseln. Ja, hallo. Oh. Hallo. Wir wollten eigentlich ein Bild machen, aber wir haben noch nicht das Morgentown-Ding ins Dreckigen verbrannt. Ist hier nichts drin? Weiß ich nicht, ich habe rausgeguckt. Mist. Ist auch nichts, ne? Nee. So, es wird jetzt ein bisschen chaotisch, bei Morgentown ist immer, hier beim Flugplatz ist immer Chaos, deswegen macht euch auf viel Gemetzel gefasst. Ein toter Soldat. Oh, ein offener Panzer, auch selten. Oh, hier sind diese komischen Kapseln, mit denen kann man hier rumfahren. Kapseln? Also, ich denke mal, das sind so Flugplatz, Schnellreise. Ach so, ja. Dankeschön. Guck hier oben. Ja, ich sehe. Lol. Und, nee, damit sind sie durch die ganze Stadt gereist. Frage ist halt, wie weit die Schienen gehen. Ach, die cool. Gehen bis in die Stadt oder so, ne? Das ist eine unsichtbare Wand, ich komme da nicht hin. Ich auch nicht. Da hing ich nämlich gerade fest, wollte zu dir und ich so, hä, warum geht's denn nicht? Und hier sind Stühle drin. Schade, aber lustig, aber naja. Schade, aber lustig, aber naja. Naja, hab ich auch lange nicht mehr gesehen hier. Ach so, der ist tot. Ich wollte auf den Effekt voll zurennen, aber der ist tot. Ding! Hä? Ist gerade zweimal gestorben bei mir. Echt? Ja, ist umgefallen, dann ist er nochmal umgefallen. Terminal des erste. Ah, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal die Quest anfangen. Sonst laufen wir überall zweimal rein. Stimmt, dann, wenn wir hier reingehen, dann müssen warte wir nachher. Warte mal kurz. Rein, ne? Untersuche den Flughafen. Ich glaube, wir müssen jetzt hier rein, ja. Hier kommt Arrivals. Doch immer regelmäßig dieses komische Event. War das ja, nicht kann so? Sein, ja. Das ist am anderen Ende. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt. Ja, ja, ich muss auch nicht. Bin ich froh, wenn ich Dauerfeuer habe. Ach, wir können doch bestimmt in den Vertibird Dome rein. Nimm das, du dreckige Kakerlake. Ja. Wer macht das denn immer, diese Geräusche? Ich weiß es nicht. Sollte nicht immer die Dinger kaputt machen, weil er mich verstrahlt. Hier ist Dingensbummens. Hier ist. Ach so. Hier ist dieses. Wie ist das mit diesem Lagerbau und sowas? Ja, ach ja, das müssen wir auch noch alles machen. Hör dir Freiwilligentraining Camping an. Oh, ja. Ja, wir müssen es tun, sonst müssen wir es irgendwann tun. Ja, muss man dann weit auseinander gehen, weil. Check-in, ja Flugstatus, Informationen. Hm? Wer haut? Ach so, hier ist noch ein Logbuch drin. Bei mir oben. Ja, ich komme sofort. Ich habe hier unten die Tür aufgemacht. Und die andere Tür ist auch schon auf. Ach, hier ist ein Roboter. Responder-Händler. Das aussehen muss, alle Responder werden abgeschlachtet, aber der Roboter steht da blöd rum. Guckt zu. Kommen wahrscheinlich irgendwelche Sommer in Ghoul und er so, kann ich Ihnen helfen? Ja. Sind Sie nicht zufrieden mit meinem Support? Okay, jetzt muss ich erstmal wieder zu dir kommen. Warte, ich gehe wieder hoch, damit du mich findest. Ich war gerade, weil jetzt. Warte mal, hier ist das mit dem Tagebuch und so. Ich muss mich jetzt zusammenreißen, nicht auf die Typen zu schießen. Ach, okay, Mann, ich habe so viele Icons hier. Einmal ja, die Kiste. So, Achtung. Hörbuch wollte ich schon sagen. Hörbuch. Auf der Logbuch. Morgentown. Früher war ich an den Wochenenden immer gerne hier. Habe Flugstunden genommen. Jetzt fühlt es sich an, als wäre ich in einem Albtraum gefangen. Diese verbrannten Dinger sind überall. Ich habe mich still verhalten.
Sie haben mich nicht gesehen. Ich konnte sie ein wenig beobachten. Was auch immer diese Krankheit ist, sie scheint die Wirte vollständig zu übernehmen. Diejenigen, die mal menschlich waren, erstarren schließlich. Wie in einer Art Stase. Und wenn sie zu lange in diesem Zustand bleiben, dann verbrennen sie. Von innen nach außen. Wie ein umgekehrter Vesuv. Ich habe mich gefragt, was die mögliche Ursache dafür sein könnte. Und dann habe ich meine Antwort bekommen. Das Vieh stürzte sich aus dem Himmel herab. Es kreischte, atmete, infizierte alles. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Aber wir müssen alle Optionen in Erwägung ziehen. Selbst die Bomben. Ach, sie sagt das sogar noch. Für diese verbrannten Was sagt Seuche sie? Und löschen sie aus. Die Atombomben gegen die Verbrannten zu benutzen. Ah gut, dann kann. Wissen wir ja schon, worauf es hinausläuft. Aber immer der Reihe nach. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die Krankheit auf uns ausbreitet. Offenbar haben die Responder eine Art Impfung entwickelt. Ich werde ihre Arbeit fortführen. Das sollten sie auch. Hier ist all... die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Hier ist alles voller Audiologs. Mach das nächste an. Achtung. Mein Name ist Maria Chavez. Und ich werde bald sterben. Die Verbrannten haben unsere Verteidigung durchbrochen. Sie werden uns alle töten. Wenn du das findest, hör bitte genau zu. Man nannte uns die Responder. Nachdem die Bomben gefallen waren, versuchten wir, den Leuten zu helfen. Vielleicht kann ich auch dir noch helfen. Das Terminal in der Nähe. Wenn es noch da ist, benutze es. Finde Informationen über das Impfprojekt. Es könnte dein Leben retten. Scheiße, sie sind hier. Keine Zeit mehr. Schau aufs Terminal. Finde Informationen über die Verbrannten. Erinnere dich an uns. Und viel Glück. Okay. Dann. Unverbindliche Pläne. Level! Ich habe, glaube ich, 2 Level sogar jetzt. So, hier ist das nächste Holoband. Eintrag eines Subspawners und Play. Einige Stunden sind vergangen. Ich höre sie an der Tür kratzen. Hab mich in einem Lagerschrank eingesperrt, aber ich glaube nicht, dass er sich von innen öffnen lässt. Alles ist okay. Akute Stressreaktion. Panik und seelisches Leid. Atmen. Atmen. Der Angriff muss jetzt etwa 24 Stunden her sein. Es sind keine Kampfgeräusche mehr zu hören. Sie sind immer noch da. Mit einer Flüssigkeitsquelle bleiben mir 8 bis 10 Wochen. Tod durch Verhungern tritt innerhalb von 10 Tagen ein. Der psychische Schock ist noch da. Okay, wir haben alles gehört. So, nächstes Holoband. Hey zusammen. Hier spricht Derek. Das ist mein Abschlussbericht zu den Verfolgenden Harper's Ferry. Was? Ich bin rausgegangen. Hoffentlich seid ihr in Sicherheit, wenn ihr das hört. Was immer auch passiert ist, es war verheerend. Das gesamte Gebiet ist verwüstet. Falls irgendjemand von uns überlebt. Ich komme auch raus. Ach, langweilige Holobänder. Es ist nichts Spannendes. Selten. Ja, also selten, es ist wirklich nur, ich sterbe gleich, sie kratzen an der Tür, oh mein Gott. Die reden halt alle in der gleichen langsamen Geschwindigkeit. Man findet es überhaupt nicht am Mitfiebern oder so. Ach ja. Also. Ich habe mit einigen Einheimischen gesprochen. Sie sagen,
dass Kreaturen aus der Luft gekommen seien und den ganzen Ort verwüstet hätten. Ja, das wissen wir, dieses Vieh. Leute, die bei diesem Angriff verletzt wurden. Ah, so. Okay, jetzt müssen wir... Ich muss da auch wieder rein? Hä? Hä? Ja, bei mir auch. Warum? Finde das... Welches ist es denn? Vermehre dich über das Impfprojekt. Nee, das war nicht hier drin. Das war woanders. Achso, nee, komm, dann gehen wir jetzt erstmal zum Impfprojekt. Ja. Ja, genau. Oder Zero Dank. Ja, ich habe ihn gerade gesehen. Ah, andere Spieler, ich hasse sie. Ich hasse Menschen. Und da ist die Quest. Da ist die Quest. Ich mache selbst das Impf. Und hier spawnen sie schon alle hinter dir. Rennen die gerade. Ich komm zu dir, wir bleiben da oben drin. Gott. Ich komm wieder raus. Wir müssen das hier irgendwie verteidigen, ne? Ja. Achtung an alle Responder. Dies ist eine Nachricht der höchsten Prioritätsstufe. Auf dem Radar haben wir einen Frachtgänge-Anflug entdeckt. Wir müssen die Landezone sichern, damit er seine Vorräte abwerfen kann. Der ist die Bestie. Wo ist sie rum? Über uns. Ach, da oben, ja, mit ihrem Zeug. Wie vierte Welle ist das? Ach, das war jetzt die erste Welle. Oh Mann, hoffentlich kommt der andere auch hierher. So, die ist schuld für alles. Die ist schuld, genau. Okay, so, die kommen immer durch diese Kacktür, ne? So. Da hinten sind sie schon. Da kommen sie. Aber ich habe kein Dingens, um da hinzuschießen. Kein, Ferndings. Apropos, ich habe noch ein Ferndings. Ein Ferndings. Ja. Hast du da eine Mine hingelegt? Ja, ich habe noch eine Mine hier vorne. Ach egal, machen wir uns auf die einfache Tour. Ups, hab ich dich gehauen. Ach nee, das geht ja gar nicht. Meine Güte. Achtung, Mine. Ist gerade dieser Stuhl da vorbeigeflogen, ey. Also einfach hier alle nach und nach platt. Was wollen die denn von mir? Da sitzt eine Nackte im Rollstuhl. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie strange. Jetzt dachte ich gerade, das wärst du, aber das ist der Zero. Ich gerade zum Zero gestellt, dann so, hä? Oh, ist gar nicht da. So, ich muss mal den passiven Modus anmachen. Wo mache ich das denn? Ich habe es irgendwo in den Optionen, ich glaube bei Spiel oder so, habe ich es angemacht. Spiel, ja, wahrscheinlich. Pazifist-Modus an. Das heißt, wenn du auf mich schießt oder so, dann passiert erstmal nichts. Und dir passiert gar nichts. Okay, dann. Wir müssen sowieso fast in jedes Gebäude. Ach, oh, ach ja. Ja, es kommen 5 Wellen. 5 langweilige Wellen. Wisst ihr, jetzt hat der Zero hat nämlich so einen Pfeil. Wie sieht man den jetzt? Dann kam ihr Molotov-Cocktails. Scheiße, wenn ich Kleber durch irgendwelche Waffen bekomme. Ja, ich muss unbedingt einen Perk haben, das Verschrotten mehr bringt. Das wäre gut. Wir brauchen aber immer so lange, bis sie kommen. Das erste Mal, dass ich Molotow-Cocktails benutze, tatsächlich. Ich habe sie immer gehasst. Guck mal, hier sind noch mehr Leichen drin. Meine Güte. Ja, das ist echt seltsam. Keine Ahnung. Guck mal, hier sind noch Würstchen auf dem Grill. Ja, habe ich auch schon mal gesehen.
Nehme ich mit uralte Hot Dogs. Oh. Guter Wurf. Ich bin der Beste, nicht vergessen. Oh nein. Oh, wer ist das denn da? Mr. Mary? Typ in dem Mr. im im Fallout-Lore. Ja. Zeug. Die Quest triggert, glaube ich, immer. Alle 2 Minuten. Ups. Hm? Was hast du gemacht? Zeug aufgesammelt. Aber auf den falschen Knopf. Ach so. Wie groß ist denn der Radius hier? Sieht man nicht. Der hat keinen Radius. Manche haben keinen Radius. Ich glaube, es funktioniert. Ich glaube, es ist verbuggt. Nee, da kommen doch gleich wieder welche. Nee. Oder? Ist, der liegt da und nichts passiert. Eliminiere die Verbrannten. Und wie ist hier noch ein Wegpunkt auf dem Toten? Guck, jetzt fliegt er gegen die Wand bei mir. Mir ist kein Wegpunkt. Ach, egal. Wir kriegen die Belohnung ja sowieso. Auch wenn wir die jetzt nicht fertig machen. Ach so, ja gut, dann scheiß drauf. Dann holen wir uns jetzt einfach hier. Nee, hier ist noch einer, oder? Da hinterm Haus wird bei mir ein Wegpunkt angezeigt. Ich mache jetzt erstmal hier oben das Zeug. Mit dem Impfsachen. Ach, hier wird ihn gerade. Der America-Typ hat den gekillt. Ich hab wieder irgendwas eingesammelt. Mist. Eine letzte Abreise abgeschlossen. So, erstmal nach oben. Ach, hier ist das mit der stählernen Bruderschaft, dass sie die getroffen hat. Ja, das ist in jedem zweiten Terminal. Ach echt? Okay. Ja. Also wer es noch nicht gehört hat, die Bruderschaft ist hier vertreten, die stählerne Bruderschaft, aber Responder weisen darauf hin, sich doch bitte nicht von ihnen schikanieren zu lassen, weil die Bruderschaft gerne alles mögliche einfordert von ihnen. Die Rationen und Waffen und so, man soll sich ihnen auch bitte nicht anschließen, weil die Responder brauchen doch jeden Mann und so. Etc. Ich habe irgendwas bekommen. Eine Pistole ignoriert 50% des Schadens, der Rüstung des Gegners. Wir klicken uns auch hier durch die Terminals, weil wir das alles schon kennen. Also ab hier, aber nach hiernach nicht mehr. Somerset Special? Wieso heißt denn die Waffe so? Was ist denn das für ein Name? Somerset, ja, wahrscheinlich von Dingensbummens. Ich weiß auch nicht, aber nee, das ist aber nicht Somerset. Ich glaube, man anders. Vorbeugen ist als die erste Heilung, okay. Jetzt könnte ich gleich nicht schießen hier damit. Cool, ein Revolver, nicht schlecht. So, aber die Kollegen haben ja schon alles umgebracht. Der ist noch hier. Yeah, Dub ist auch noch hier. Yay, geschafft. Gott Level sei Dank. 10. Bei mir steht aber noch 4 von 5. Bei mir ist es vorbei. Jetzt kriege ich die Belohnung, aber Event-Kollisionskurs, Besiegewellen. Similisches. Ja. Wahrscheinlich kriege ich es einfach auch noch zusätzlich. So, was, wo muss ich hin? Das ist das Camp. Ich glaube, hier war gerade ein Vault. Da ist eine Vault-Tür abgebildet. Achso, das ist die Vault-Tec-Universität. Finde Responder-Vorratslager. Das ist beim Camp irgendwo. Komisch. Guck, dann machen wir das mal gerade mit dem Camp da oben im Wald. Ach, es geht dann später. So. Können wir abwechselnd da hochgehen? Ja. Was, abwechselnd da hochgehen? Achso, ich dachte, du meinst, das mache ich später. Achso, guck mal, hier ist eine Kiste gedroppt. Habe ich jetzt nämlich mitbekommen. Ja. Und wieder runterspringen. Ach so, wegen dem Camp, dass wir das jetzt alles bauen müssen. Ja, da gehen wir einfach versetzt an der Wand weiter unten und macht das halt. 101 so. Vorkriegsgeld, also ich hallo? Auch 101 Vorkriegsgeld bekommen. Ja, wer wirft die denn ab? Gefängniswärter? Ja, ich habe Monoband gerade. Ich autorisiere die Wärter, entflohene Häftlinge zu suchen. Aufgrund von Überbelegung und der für die Versorgung lebender Gefangener nötigen Logistik
ist der sofortige Einsatz tödlicher Gewalt gestattet. Das scheint ein Problem mit dem visuellen Erkennungssystem des Wärters zu geben. Keine Zeit, das jetzt zu reparieren. Ich brauche diese Häftlinge. Okay. Aua. Aua. Nimm die scheiß Schrotflinte, dankeschön. Au, ich hab voll die Lebensenergieprobleme. Mich nicht gewöhnt. Ich bleib mal hier hinten stehen. Bleib hier hinten stehen? Ja, ich hab Lebensenergieprobleme. Hm. So. Oh, ich bin so voller Zeug. Mann, hier ist über noch welche. Hä, da war gerade gar keiner. Oh, ich muss schnell zu dem Punkt gehen und dieses Camp dahin bauen. Verbrannter Beppo. Kann das sein, dass wir die ganze Zeit zu meinem eigenen Wegpunkt gehen? Nein, jetzt ist das mit dem okay. Dings. Oh, gelassen, aber er war gerade kaputt bei mir. Mittlerweile ist er so steif. Was soll's? Camping wird nie alt. Anders als Miguel. Ach, jetzt müssen wir doch wieder zurückgehen. Wir müssen da was holen. Ich bin aber schon überladen. Was ist der denn hier? Oh, achso, shit. Gegner. Warum meinst du, wir sollen irgendwas holen? Ich glaube nicht. Weil ich habe den angesprochen, müssen wir zurück und dann die Pläne von Miguel finden in seinem Terminal. Das ist unten wieder. Hey, neue Packkarten. Stufe 10. Wuhu. Und Similicious verschwindet hinter der Kuppe, wild schießend und schlagend. So, okay, dann bauen wir doch mal kurz das Camp hier auf, würde ich sagen, bevor wir erstmal wieder da runter gehen, weil ich bin überladen. Z. So viel zum, wir wollten uns das sowieso noch abgewöhnen, wir müssen erstmal... Was denn? Wir bauen ja irgendwann ja mein festes Camp und du dann Dingensbummens. Ja, das Wandercamp. Genau, das Wandercamp. So, Bauplan müsste hier sein, so. Im Ernst? Er hat nur die grundlegenden Sachen gespeichert. Oh Mann, da muss ich ja nochmal gucken. Oh Mann, da muss ich nochmal neu machen. Na, ist ja nicht so kompliziert. Tada! So, ich habe hier wieder ganz viele 10mm Pistolen für dich. So, ich droppe hier mal alle. Kannst du deine Pistole ziemlich gut upgraden. Bleirohr mache ich auch mal. Bowie-Messer, hier bitteschön. Der Rest mit Impro-Revolver. So, mal gucken, ob ich das jetzt auch Waffen-Revolver hält. Sammel es auf, bevor es ein anderer macht. Ich hatte nur, ich hatte gerade geskillt. Was soll ich denn machen? Wo hast du es hingelegt? Direkt vor dir? Da. Da, im Gras. Ach, da. Meine Güte. Bin ich auch überladen. So, verwerten. Die Mehrzweck-Axt verdingseln. So. Polizeimütze. Nee, danke. Polizeisonnenbrille. Ich habe die Nuka-Cola-Brille. Ist viel cooler. Obwohl, Polizeisonnenbrille. Responder-Polizei-Uniform. Oh Mann. Sichel. Präzisionsschützen. Solide. Dingensbums. Pumpgun. Welche habe ich denn jetzt gerade? Ich habe auch noch irgendwas für dich gehabt. Eine Taschen-Raider-Rüstung, irgendwas. Ich sehe aber nicht, was es war. Also zum Zerlegen, falls du das brauchst. Okay. Äh,
Level 5. Hä? Ja, ich mach die weg. Blanke. Toll, ich hab keinen Kleber. Ich kann sowieso nichts mehr machen. Kann nichts verbessern, nix. Herstellen. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Bifurkationen. Nee, Leuchtpistole. Gar nichts. Mehrzweck-Axt. Nix. Somerset Special. Ich hab's ja auch. Ignoriert 50% Rüstung des Ziels. Ja, genau. So, Pumpgun. Nee, was wollte ich machen? Lass mal kurz gucken. Boah, ich glaube, das Laserscharfschützengewehr, das werde ich, glaube ich, verschrotten. Aber, ich kann's auch editieren. Ich kann auch blöde Zielfernrohr wegmachen. Dann haben wir da wenigstens. Ach, weg damit. Weg damit. Wir machen irgendwann einen neuen. So, Impro-Gewehr. Mal gucken. Ah, schade. Optimierter. Leistungsverschluss. Optimierter Automatikverschluss. Was brauche ich denn dafür? Automatischer Feuerwehrversatz. Du erfüllst die Voraussetzungen im Gegensatz herzustellen. Rang 1. Waffenschmied. Oh, warte mal, das habe ich doch irgendwo. Sekunde. Machen wir gerade mal Level. Und ich muss auch hier bald mal aufhören mit Dingensbummens. Mit der Folge, aber. Skillpaket. Ich hatte doch Waffenschmied irgendwo. Nee, hatte ich nicht. Doch, hatte ich irgendwo. Jetzt bin ich verwirrt. Ah, da ist es doch. Improvisationstalent, oder? Aber hier ist Einbrecher, das ist viel wichtiger. Messi haben wir schon. Maximum Schrotflintenschütze. Deine Schrotflinten verursachen 10% mehr Schaden. Das ist natürlich cool. Meisterschütze. Deine Pistolen haben mehr Schaden. Deine bla bla bla. Automatik. Nein, das brauche ich nicht. Big Sale. Prices. Ah ja, natürlich. Ist auch gut. Hier. Deine Improwaffen für Improvisationstalent. Ist das zum... Brauche ich das? Du glaubst, du musst auch, glaube ich, Nahkampfkrieger skillen, ne? Habe ich gemacht. Ich muss jetzt mal hier was gucken. So. Wir sind schon am Pausen Plus machen, aber ich will jetzt erstmal hier gucken gerade. Dafür brauche ich Waffenschmied 1. Achso, das ist das Bild. So, da sehe ich es. Okay, Waffenschmied 1. Alles klar. Na gut, Leute. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei Fallout 4. Dann skill ich fertig, upgrade und dann gehen wir wieder zum Flugkacken. Hafen. Haut rein.